Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt. Einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kost und Regie, der Podcast über integrative Ernährung. Ich bin Claudia Nichterl, Ernährungswissenschaftlerin aus Wien, und ich habe den Luxus, mich seit über 30 Jahren quasi ausschließlich mit Ernährung zu beschäftigen. Meine Spezialität ist die integrative Ernährung, das Beste aus Ost und West. Ich nutze das Erfahrungswissen aus der traditionellen chinesischen Medizin mit modernster Ernährungswissenschaft und Psychologie und gebe es heute an andere weiter. Eine Methode, die man für sich selbst sehr, sehr gut nutzen kann. Ernährung ist individuell. Und eine Methode, die vor allem Therapeuten, Ärztinnen, Heilpraktikerinnen, alle TCM-Therapeuten, Psychologinnen, Menschen in Gesundheitsberufen dabei unterstützt, wenn sie ganzheitlich arbeiten wollen und wirklich an der Wurzel ansetzen. Die Wurzel ist die Quelle der Energie, das tägliche Essen. Und ja, es ist unglaublich. Genau 5 Jahre ist es jetzt im Oktober 2024 her, dass ich meine Akademie für integrative Ernährung gegründet habe. Die Idee dahinter war, mindestens 1 Million Menschen gesünder zu machen, weil ich festgestellt habe, dass ich in ja fast 20 Jahren etwa 8000 Ernährungsberatungen gemacht habe. Und ich habe dann nochmal durchgerechnet und habe mir gedacht, wenn ich 1000 Menschen ausbilde und die arbeiten auch über Jahre, Jahrzehnte mit anderen 1000 Menschen, 1000 mal 1000 ist 1 Million. Und da können wir gemeinsam wirklich etwas bewegen auf der Welt. Und seitdem ist meine Leidenschaft, anderen die Abkürzung zu geben. Und dieses 5-Jahres-Jubiläum feiern wir jetzt im Oktober mit ein paar speziellen Folgen zum Thema integrativer Ernährung. Und heute habe ich ein besonderes Streitthema mitgebracht. Das Frühstück. Frühstücks- und Gewichtsmanagement. Ich kann mir gut vorstellen, dass du vielleicht selber, weil du gerade in den Wechseljahren bist oder aus welchen Gründen auch immer, das ein oder andere Kilo mit dir herumträgst, das du vielleicht gern loswerden möchtest. Und egal in welchem therapeutischen Beruf du arbeitest, ich denke, Gewicht ist immer wieder ein Thema. Und ich habe dir heute wertvolle Hintergrundinformationen zum Thema Gewichtsmanagement mitgebracht und wie du da über den Biorhythmus, über ein Powerfrühstück typgerecht zur passenden Zeit, wie du da ansetzen kannst. Und dieses Thema ist auch super spannend bei chronischen Beschwerden, bei Autoimmunerkrankungen, bei allem, was mit Hormonen zu tun hat. Also gerade bei Frauen sind Hormone, Gewichtsmanagement und Wohlbefinden sehr, sehr eng mit dem Thema Frühstück verbandelt. Und ja, weil wir jetzt im Oktober 5-Jahres-Jubiläum haben, wir haben auch einmalig und nur in dieser Zeit ein besonderes Angebot für alle, die jetzt integrative Ernährung lernen wollen. Und ich verrate dir jetzt schon, wenn du dieses spezielle Angebot mit vielen, vielen zusätzlichen Geschenken nutzen willst, dann hol dir einen Gratis-Termin für ein kurzes Strategiegespräch. Das ist ganz einfach. Du gehst auf meine Website www.integrative-ernährung mit AI geschrieben, integrative-ernährung.com/infocall, so wie auf Englisch der Anruf. Info C-A-L-L. Und da kommst du direkt zu unserem Kalender und kannst dir ein Informationsgespräch sichern. Und wir haben 3 wirklich coole Angebote. Und vielleicht denkst du ja schon länger dran, integrative Ernährung zu lernen für dich oder als Fortbildung, Ausbildung,
weil du dich beruflich verändern möchtest. So, aber jetzt tauchen wir ein zum Thema Powerfrühstück. Oder gehen wir es einmal ein bisschen gleich bei den Wurzeln an. Es gibt ja so viele unterschiedliche Meinungen. Die einen vertreten das Thema Intervallfasten. Intervallfasten ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Unser Körper will und braucht Mahlzeitenpausen. Es ist nur immer die Frage, wie es umgesetzt wird. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass Intervallfasten in der Praxis so umgesetzt wird, weil es einfach leicht geht. Man lässt das Frühstück ausfallen, weil am Abend gemeinsam mit der Familie, mit Freunden essen oder nach den Anstrengungen des Tages, da ist ja Essen auch entspannend. Warum das aber gerade bei Frauen nach hinten losgehen kann und wie das auch auf den Hormonhaushalt eine Auswirkung hat und warum das definitiv nicht so ideal ist fürs Gewichtsmanagement, da habe ich ein paar Hintergrundinformationen für dich mitgebracht. Und schauen wir uns einmal das Thema integrativ an. Integrativ bedeutet, wir nehmen so das Wissen unserer Vorfahren, das Wissen aus der TCM und schauen wir uns einmal an, alles hat seine Zeit. Wie schaut das vielleicht mit der Organuhr in der chinesischen Medizin aus? In der chinesischen Medizin gehen wir davon aus, dass unsere Körperorgane eine gewisse Zeit haben, wo sie am besten arbeiten. Also du kannst dir das auch so vorstellen, das ist eine Philosophie, ein Konzept, wo Organe zu einer bestimmten Tageszeit die optimale Funktion erreichen. Und da sind zum Beispiel die Verdauungsorgane, Milz und Magen und letztendlich auch der Dickdarm, zwischen 5 Uhr morgens und 11 Uhr am aktivsten. Das ist aus Sicht der TCM die ideale Zeit, um eine nährende und sättigende Mahlzeit zu sich zu nehmen, weil da kann der Körper effizient in Energie umwandeln. Die Organuhr beschreibt letztendlich, wie der Energiefluss, der Fluss vom Qi im Tagesverlauf wechselt und sich auf verschiedene Organe konzentriert. Morgens ist auch so ein Zeichen, dass da überhaupt so eine Welle in Bewegung kommt, dass viele, gleich wenn sie aufstehen, einmal auf die Toilette müssen. Also ich denke, pinkeln ist logisch, müssen wir, wenn in der Nacht jetzt die Niere alles verarbeitet hat. Aber viele müssen auch groß auf die Toilette gehen. Das heißt, der Dickdarm arbeitet und das ist eine Bestätigung, diese funktionierende Verdauung, dass sich da gerade was tut. Genau 12 Stunden später, also in den Abendstunden, ist dann die schwächste Phase. Und deshalb sagen wir in der TCM, Frühstücken ist ökonomisch, sowohl in finanzieller Hinsicht, man braucht nicht so viel, um den Körper satt zu machen, als auch in körperlicher Hinsicht. Es ist positiv für das Gewichtsmanagement, weil sich das Abend am Essen definitiv mehr anlegt, weil da deine Verdauungsorgane schon, ja, überspitzt gesagt, schlafen gegangen sind. Das spürt man dann auch, dass man vielleicht am Abend die Hauptmahlzeit isst und in der Früh keinen Appetit und keinen Hunger hat, weil eben diese Trägheit des Stoffwechsels, diese Trägheit der Verdauungsorgane dazu geführt hat, dass das Abendessen irgendwie noch so halb unverdaut im Körper liegt. Es führt oft zu Schlafstörungen, nächtliches Aufwachen und manche haben auch wirklich Unwohlgefühl, Herzrasen, Schwitzen, alles Mögliche, weil sie eben so spät gegessen haben. Und wenn wir bei Frauen ein bisschen genauer hinschauen, hat das auch eine Auswirkung auf den Hormonstoffwechsel. Gerade diese abendlichen späten Mahlzeiten führen dann zu Schlafstörungen und Gewichtszunahme, was vor allem in den Wechseljahren wirklich nervig ist, weil ja dann in der Früh die Energie fehlt. Man fühlt sich schlapp, man kommt in der Früh überhaupt nicht aus dem Bett. Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf. Und das, was du jetzt vielleicht sagst, naja, TCM, Organuhr, das klingt jetzt ein bisschen sehr
vielleicht sogar esoterisch für dich, schauen wir es uns wissenschaftlich an. Da gibt es eine sehr starke Parallele zu den Erkenntnissen der modernen Chronobiologie. Die Chronobiologie ist eine Wissenschaft, die sich mit den Stoffwechselrhythmen des Körpers beschäftigt. Und da zeigt die Forschung ebenfalls, dass unser Körper zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedlich aufs Essen reagiert. Morgens und vormittags kann der Körper die Nährstoffe sehr effizient verarbeiten, während abends der Stoffwechsel langsamer wird und die schwereren Mahlzeiten auch schwerer verdaut werden. Und dieser Einfluss der inneren Uhr wurde wirklich schon intensiv erforscht. Da gibt es Studien, auch sehr spannende Experimente. Da wurden zum Beispiel Probanden wochenlang in einem schalldichten Bunker untergebracht, ohne Zugang zu Sonnenlicht, Tageszeiten oder anderen äußeren Zeitgebern. Das heißt, sie hatten keine Uhren, es wurden ihnen auch keine Uhrzeiten genannt. Und es hat sich gezeigt, dass sich bei den Probanden ein natürlicher Tagesrhythmus auch dort entwickelt hat. Der war nicht ganz die 24 Stunden, sondern hat sich etwas auf 25 Stunden verschoben. Aber sie hatten ihren eigenen Tagestakt. Dieser Takt ist auch als zirkadianer Rhythmus bekannt. Zirkadian kommt, lateinisch heißt circa etwa und dies ist Tag. Also das ist so ein ungefährer Rhythmus. Und obwohl sie keine Verbindung zur Außenwelt hatten mit Licht oder mit Uhrzeit, haben die Teilnehmer in fixen Zeitabständen gegessen. Sie haben sich 3 Mahlzeiten zubereitet, manche nur 2, und es wurde im Durchschnitt alle 4 bis 5 Stunden gegessen. Und das hat quasi die Theorie untermauert, dass der menschliche Körper sowas wie eine innere Uhr besitzt. Und diese innere Uhr ist einfach da. Und auch wenn es sehr altmodisch klingt, so wie meine Oma gesagt hat, ist morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein Edelmann und abends wie ein Bettler. Ja, es klingt altmodisch. Ja, wir haben vielleicht Stress und wollen unseren Tag anders leben. Aber unser Körper hätte es gerne so. Weil diese innere Uhr von unseren Organen, die steuern ganz vieles. Die steuern zum Beispiel die Verdauungsenzyme oder auch den körpereigenen Aufbau von Zucker und Fett. Und hier finden wir wirklich diese Parallele mit der Organuhr, weil wir in der chronobiologischen Forschung sehen, dass die Produktion der Verdauungssekrete im Tagesverlauf ansteigt, also vor allem vormittags bis mittags und abends deutlich abgesenkt ist. Der Tiefpunkt ist nach Mitternacht. Auch die Insulinproduktion. Das Insulin brauchen wir, um den Zucker in die Zellen zu befördern. Auch diese Insulinproduktion ist von unseren Essgewohnheiten abhängig. Und abends und nachts zeigt sich definitiv eine geringere Rate. Das bedeutet, dass unsere innere Uhr, die eng mit unseren Organen gekoppelt ist, vom Mahlzeitenrhythmus beeinflusst wird und auch von der wechselnden Lichtstärke. Und so sieht man, dass die Umstellung, wenn zum Beispiel Menschen statt 3 Mahlzeiten nur eine große kohlenhydratreiche Mahlzeit am Morgen oder Abend essen, dass das zirkadiane Auf und Ab, also dieser Rhythmus der inneren Uhr, dass sich dadurch auch Pulsfrequenz und Körpertemperatur verändern. Das hat auch mit Melatonin zu tun. Das Melatonin ist ein Hormon, das zentral unseren Körper ganz viele Stoffwechselprozesse, auch Hunger und Appetit, steuert. Und viele Menschen, die zum Beispiel Schichtarbeiten oder Menschen mit Nachtdiensten, spüren auch oft diese Auswirkungen oder das Unvermögen von ihrem Körper, sich auf diese wechselnden Zeitgeber einzustellen. Vielleicht hast du selber auch schon einmal einen Jetlag gehabt und hast gemerkt, irgendwie fühlt sich das nicht so gut an, wenn sich die Zeit verschiebt. Und Menschen, die über lange Zeit
Nachtdienst haben, Schichtarbeit machen, haben definitiv ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Übergewicht. Und umso wichtiger ist, einen guten Rhythmus für die Mahlzeiten für sich zu etablieren. Und was man auch immer wieder sieht in diversen Versuchen, ist, dass die gleiche Kalorienmenge auf ein oder zwei Mahlzeiten aufgeteilt einen Einfluss auf Appetit, auf Kontrolle und Heißhunger haben. Also zusammengefasst sagt man heute, also vor allem mit den Ergebnissen der westlichen Forschung, dass Zwischenmahlzeiten, vor allem häufige Zwischenmahlzeiten, nicht ideal sind. Und die gängige Empfehlung sind heute 2 bis 3 Mahlzeiten mit Pausen. Also da bin ich auch bei allen, die Intervallfasten propagieren. Pausen sind wichtig, damit wir dazwischen dem Hunger Raum geben können. Und in der TCM sind wir eben ein Freund davon und in der integrativen Ernährung, dass wir 3 Mahlzeiten im Abstand von 4 bis 6 Stunden empfehlen. Und das darf aber individuell sein. Ob du jetzt um 6 Uhr morgens frühstückst oder um 10 Uhr Vormittag, das darf zu deinem Biorhythmus, zu deinem Alltag passen. Wenn du um 6 Uhr morgens frühstückst, kannst du um 12 Uhr Mittag essen und um 18 Uhr Abendessen. Und wenn du erst um 10 Uhr frühstückst, vielleicht um 14 oder 15 Uhr Mittag isst und irgendwann zwischen 18 und 20 Uhr Abendessen. Und untermauert wird diese Empfehlung auch mit der Entdeckung des FOXA2-Proteins. Das ist ein Protein, welches nach jeder Mahlzeit mit dem Ausstoß von Insulin unterdrückt wird. FOXA2 regt normalerweise die Fettverbrennung in der Leber an und macht es auch leichter, dass man in die Aktivität kommt, dass man sich bewegen möchte. Und deswegen ist auch wichtig, eher wenigere Mahlzeiten haben. Bei einer Gewichtsreduktion zum Beispiel können es auch 2 Mahlzeiten sein oder maximal 3, weil durch das Absinken vom Insulinspiegel dieses Aktivitätsprotein, das FOXA2, erst ermöglicht wird. Und deswegen ist aus meiner Erfahrung und auch was Studien zeigen, das Auslassen vom Frühstück nicht die beste Methode, weil dadurch wirklich auch der Stoffwechsel ausgebremst wird. Also aus Sicht der Organuhr, des zirkadianen Rhythmus, der Chronobiologie hilft es wirklich, morgens zu essen. Und ich erkläre dir da auch noch das Kochtopfmodell. Das hast du vielleicht schon einmal gehört. Das ist so die Vorstellung, ich sage immer die Verdauung auf Chinesisch. Und dieses Kochtopfmodell sind quasi 3 Ebenen. Wir haben den mittleren Erwärmer, die Körpermitte mit unseren Verdauungsorganen. Dort liegt irgendwie das Zentrum für die Produktion von unserer Energie und auch für die Energieverteilung im Körper. Das ist sowas wie das Energierad in uns und das kannst du auch mit der Stoffwechselaktivität vergleichen. Und Ziel ist, dass dein Stoffwechsel, dein Energierad gut arbeiten. Im unteren Erwärmer, wo wir die Organe Niere und Blase haben, sind die Vorräte, das Qi und Blut gespeichert. Und nur wenn wir genug Substanz, Qi und Blut produzieren, über ein bekömmliches Essen, haben wir auch im Speicher genug zur Verfügung, dass es auch aufsteigen kann in den oberen Erwärmer, Lunge, Herz-Kreislauf, übers Gehirn, dass wirklich die Energie oder auch die Nährstoffe gut verteilt werden. Und wenn du das Frühstück auslässt, wenn du nicht frühstückst, bedeutet das, dass dieses Energierad oder der Stoffwechsel keine Zutaten bekommt. Und dann kannst du weder Qi noch Blut oder Energie produzieren. Deshalb geht dann der Körper immer den Weg zur Niere, wo die Reserven sind. Also quasi da geht man dann hin schnorren, um irgendwie ein bisschen was zu haben, um den Vormittag zu überstehen. Das bedeutet aber, dass wertvolle Speicher angezapft werden. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, wo
wo viele Menschen so am Rande des Burnout herumschrammen, wo sie eh schon chronisch erschöpft oder müde sind. Und so ist in diesen Speichern auch nicht mehr viel zu holen. Und was ist das Resultat? Wir haben verschlafene Morgenmuffel, die kaum in die Gänge kommen. Sie sind unkonzentriert. Sie laufen wie Zombies herum, haben nicht wirklich eine Vitalität, die sie ausstrahlen, sondern das Gesicht ist eher blass, fahl und sie starten mit großer Anstrengung in den Tag. Genau genommen hat das Gehirn nicht genug Qi oder Energie abbekommen, damit es ordentlich durchstarten kann. Und der Stoffwechsel ist auch träge. Und bei manchen zeigt sich das eben mit Verstopfung und mit stagnierendem Gewicht. Und so essen die wenig und immer weniger und Intervallfasten und Mahlzeiten ausfallen lassen. Aber man hat nicht das gewünschte Ergebnis, weil quasi die Nährstoffe fehlen, damit das Energierad und der Stoffwechsel wirklich einmal anspringen kann. Kost und Regie. Wenig Aufwand, große Wirkung. Claudias Tipp. Und drum bin und bleibe ich ein Fan vom Powerfrühstück und ich sehe immer wieder, wie das der Gamechanger ist. Wenn Menschen mit einem bekömmlichen, typgerechten Frühstück in den Tag starten, das könnte zum Beispiel ein Getreidebrei sein, ein Porridge, das kann eine Suppe sein, das kann eine Eierspeis mit Gemüse, ein Rührei sein, ein Linsendal, was auch immer erlaubt ist, was gefällt. Aber das ist Qi und Blut und Energie in bekömmlicher Form, ein gekochtes Frühstück, da braucht der Körper kaum noch Energie investieren, um die Nahrungsbestandteile in Energie umzuwandeln und die gesamte Verdauungsarbeit ist in kürzester Zeit erledigt. Und im Idealfall bleibt sogar was übrig für die Nieren, dass dort etwas Wertvolles gespeichert werden kann. Das ist jetzt zwar ein sehr vereinfachtes Schema, aber es soll dir mal Hinweise geben, warum es wirklich so wichtig ist, den Stoffwechsel, das Energierad mit einem typgerechten Frühstück zu starten. Das ist das Beste, um die Hormonproduktion, vor allem bei uns Frauen, gut zu regulieren. Hormone brauchen Nährstoffe, genau genommen Aminosäuren. Also Schilddrüsenhormone brauchen Tyrosin. Das ist eine Aminosäure, die ist im Essen. Und wenn du eine Mahlzeit ausfallen lässt, bekommt die Schilddrüse diese Aminosäure nicht. Und so geht's weiter bei den Sexualhormonen, bei den Stresshormonen, bei all unseren Hormonen im Körper. Mahlzeiten ausfallen lassen birgt immer das Risiko, dass wichtige Substanzen, die dein Körper braucht, nicht geliefert werden. Und deswegen funktioniert Intervallfasten oder generell Fasten bei uns Frauen nur eingeschränkt, weil wir wirklich auf die Zufuhr von diesen Nährstoffen angewiesen sind. Wir haben ein komplexeres Hormonsystem, wir haben eine andere Körpermasse, sprich weniger Muskulatur, mehr Fettgewebe und das Fettgewebe ist letztendlich auch ein Organ mit speziellen Bedürfnissen. Also ich kann dir es nur ans Herz legen, wenn du Frauen hast mit Schilddrüsenerkrankungen, mit Autoimmunerkrankungen, Frauen, denen ständig kalt ist, die Verdauungsbeschwerden haben, ob Durchfall, ob Verstopfung, ob Blähungen, schau dir mal das Thema Frühstück an. Du kannst mit so einer einfachen Maßnahme wie der Veränderung des Frühstücks unheimlich viel Mehrwert schaffen. Wir sehen das täglich bei unseren Studentinnen, bei der Arbeit unserer Absolventinnen. Ein Powerfrühstück ist definitiv ein Gamechanger für die Hormone, für das Gewicht, für die Lebensqualität. Und du hast mit etwas sehr Einfachem, was du in kurzen Gesprächen mit wenigen Informationen erklären kannst, einen definitiven Mehrwert für deine Arbeit, wenn du in einem Gesundheitsberuf tätig bist. Und ich habe auch eine Anleitung für dich mitgebracht, mit Rezepten, mit Infoblättern, wie du das weitergeben kannst. Und ich lade dich wirklich ein. Es ist ein gratis Videotraining auf meiner Website zu finden,
integrative-ernährung.com/online-training-gratis. Hol's dir, probier's für dich aus, probier für dich ein Powerfrühstück typgerecht und individuell aus und gib es weiter. Erlaubt ist zum Frühstück wirklich, was gefällt, ob süß, ob pikant, ob morgens um 6 oder am Vormittag um 10 Uhr, dein Bauch entscheidet. Und mit dem Wissen um die Kraft des Frühstücks kannst du andere dabei unterstützen, dass sie satter, kraftvoller und zufriedener durch den Tag gehen. Also ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du das Potenzial vom täglichen Frühstück für dich und für andere nutzt, um vor allem, wenn du in einem Gesundheitsberuf tätig bist, deine Arbeit ganzheitlicher zu machen und aufzuwerten. Und ich verspreche dir, mehr Gesundheit, mehr Erfolg und Freude werden dein Lohn sein. Und wenn du jetzt sagst, das klingt spannend mit dieser Organuhr, mit dem Kochtopfmodell, mit dem Energierad, mit den, was brauchen Hormone als Bausteine, wenn du da wirklich noch ein bisschen tiefer eintauchen willst und integrative Ernährung, die Kombination aus chinesischer Medizin, modernster Ernährungswissenschaft, Ernährungspsychologie und vor allem moderne Beratungs- und Coaching-Techniken, also so, wie du Wissen auch weitergeben kannst, damit andere wirklich umsetzen und Erfolge haben. Wenn du da mehr darüber wissen willst, vielleicht sogar bei mir die Ausbildung machen willst, dann hol dir einen Termin und lass uns gemeinsam schauen, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Und denk dran, der Mund ist das Tor zur Gesundheit. Jeden Tag aufs Neue. Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? integrative-ernährung.com/kostprobe.